Nicht ganz, mein Freund. Vielleicht kann ich trotzdem helfen. Das wird sich zeigen. Die Kapelle der Arbeiter ist in die Hände von Dämonen gefallen. Und die Tür ist nun versiegelt mit verfluchten Worten des Bösen. Diese hart arbeitenden Menschen benötigen die Kapelle, um ein wenig Trost zu erhalten, wenn sie schon sonst nichts besitzen. Was ist passiert? Ich war der Priester dieser Kapelle. Doch vor nicht allzu langer Zeit musste ich sie verlassen. Musste sie verlassen wegen des Fluchs der Dämonen, der nun auf der Kapelle liegt. Diese Dämonen aus der Hölle selbst. Ich kann helfen, diese Dämonen zu besiegen. Das kannst du. Hör zu. Der Fluch muss gebrochen werden und die Dämonen verjagt. Ich kenne einen Segensspruch, mit dem können wir die Kapelle... Oh nein! Meine Schriftrollen. Wo sind meine Schriftrollen? Ich muss sie in der Hohen Kathedrale im inneren Bezirk verloren haben, als wir versuchten, dieses Gebäude wieder zu weihen. Oh bitte, kannst du diese Schriftrollen suchen? Wenn du sie findest, können wir gemeinsam diese Kapelle zurückerobern. Die Arbeiter werden unendlich dankbar sein. Und das würde dir zu einem großartigen Ruf verhelfen. Ich werde die Schriftrollen suchen gehen. Auf Wiedersehen. Da bist du ja wieder. Hast du die Schriftrollen, sodass wir die Dämonen aus der Kapelle jagen können? Ich habe sie. Nun denn, lass es uns gleich tun. Folge mir zur Kapelle. Ich werde den Fluch brechen und du musst dich um die Dämonen kümmern. Los, wir sollten keine Zeit mehr verlieren. Sie sind nah. Einige von ihnen haben herausgefunden, wer du bist. Ich bin erstaunt, dass sie mich nicht schon längst erkannt haben. Ich habe mich nicht gerade unauffällig verhalten. Du bist die ganze Zeit über beschützt worden und warst vor ihren Augen abgeschirmt. Du hast starke Verbündete in der Welt der Toten. Noch ist nicht alles verloren. Ich stehe kurz davor, das Grimoire zu finden. Aber du musst das Ziel deiner Suche ändern. Du wirst immer noch gejagt. Doch du musst zum Jäger werden. Ich werde alles tun, was in meiner Macht steht, um zu retten, was übrig ist. Wenn du erfolgreich sein willst, brauchst du die Hilfe der Toten. Aber wie können mir die Toten helfen? Jetzt kannst du es herausfinden, indem du sie fragst.
Du bist zurück. Konntest du die Dämonen bannen? Ich war erfolgreich. Das war großartig. Jeder Arbeiter wird von dem hören, was du getan hast. Du scheinst ein wahrhaftiger Dämonentöter zu sein. Nun, dann bist du vielleicht die richtige Person, um das hier zu erhalten. Es ist der Schlüssel zu den Katakomben des Arsenals. Sie wurden vor langer Zeit verschlossen, da die Gänge von bösen Geistern in Besitz genommen wurden. Vielleicht kannst du ja auch dort für Ordnung sorgen. Wo finde ich diese Katakomben? Der Eingang befindet sich auf der untersten Ebene des Bezirks, nahe dem Ende der großen Treppe, die hinaufgeht. Aber erstmal solltest du dich in der Taverne Schädelbruch ein wenig entspannen. Dafür musst du nur ein paar Stufen nach oben nehmen. Dein neu gewonnener Ruf wird dir bei dem Volk da oben sicher nützlich sein. Und wenn du dann erfrischt bist, besuche mich doch in meiner wunderschönen Kapelle. Es fühlt sich hier so leer an. Sie ist schon hier gewesen. Sie? Das ist ein Anfang. Der untote Fürst! Ich bin verdammt! Du bist wahrlich verdammt. Von dem Augenblick an, da du dich mir in den Weg gestellt hast, um deinen Meister zu verteidigen. Du hast Sophistus getötet. Du hast alle getötet. Alle außer einem. Und ich glaube, du hast eine Ahnung, von wem ich rede. Du meinst mich? Du bist gekommen, um mich zu töten? Mach keinen Narr aus mir, Nox. Ich meine diejenige, die meine Pläne stört. Diejenige, die frei in der Stadt umherstreift. Unbemerkt von meinen Wachen. Die Trägerin der Mondklinge. Die Schlechterin der Toten. Ich habe diese Person nicht gesehen. Ich schwöre es. Du hast sie nicht gesehen? Du hast sie nicht gesehen? Du lügst! Glaub mir, ich weiß es nicht. Diese Augen haben sie erblickt. Diese Augen werden nichts mehr sehen. Nein! Nein! Tut mir leid, die Plattform kann im Moment nicht genutzt werden. Siehst du das in dem Schacht? Greifer. Jedes Mal, wenn wir ihnen zu nahe kommen, greifen sie uns an. Was sollen wir bloß tun?